kann ich auch kurz die Aufnahme unterbrechen, wieder starten. Für den Fall, dass Fraps abstürzt, habe ich wenigstens noch was. Und sieht nicht aus wie ein Tunnel. Was ist das? Oh, eine Straße. Die wir natürlich wieder nicht belaufen nutzen können. Denn Tore können wir nicht öffnen. Nein, wir können nicht durch dieses Tor, durch dieses zweidimensionale Tor. Ja, also die Tore müssen sie definitiv noch austauschen in ihrem Texturpatch. Die sind noch nicht so richtig dreidimensional und wie komme ich da hin? Ist das Raketenerfahrer? Ja! Ich will dann auf, ich will dann auf! Nur wie? Wie? Sag mir wie. Wie komme ich dann auf? Über die Fässer? Ich kann auf die Fässer. Komme ich damit dann auf? Nein, komme ich nicht. Vielleicht mit Anlauf? Nein, ich komme bloß in die giftige Lava und... Wie soll ich denn dann aufkommen? Okay. Komm, das muss doch gehen. Nein, geht nicht. Keine Ahnung. Muss ich wohl noch ein bisschen warten, bis ich einen Raketenwerfer bekomme. Aber wir bekommen ihn schon noch. Spätestens die Gegner anfangen, Raketenwerfer zu haben. Oder ich glaube, nein, die haben sogar doppelt. Wie war das? Wo ist ja ewig nichts mehr gespielt. Auf jeden Fall bekommen die auch irgendeinen Raketenwerfer und noch einige andere unlustige Sachen und... Was? Key? Okay, dann muss ich wohl doch da runter, oder wie sehe ich das? Und muss ich da rechts oder da links? Ich... Geh mal da lang. Und ja, ich sterbe da drin. Ah, ganz toll. Das heißt also jetzt springen und oh, noch mehr sterben. Ich hoffe mal, das war die richtige Entscheidung. Oder gibt es einen Anzug? Gegen Gift. Und den habe ich schon. Achso. Pickel, aber Clip, yeah. Und da brauche ich einen gelben, da brauche ich einen blauen. Und da muss ich. Da brauche ich die Schrotflinte. Yeah. Mein Schrotflinten-Universal-Schlüssel. Passt in fast jede Tür. Und ist immer gern gesehen. Auf Partys. Und ah! Gib es auf die Nerven mit den Feuerbällen. Das ganze Problem ist, später wird es noch viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. So, was ist da noch? Oh, Munition. Munition. Brauchen wir ganz viel und auch noch mehr Gegner. Wer hätte es gedacht? Also im Prinzip ist du nichts anderes als ganz viele Gegner. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und ich kann mir meinen Schlüssel holen. Nein, meine Keycard. Und ich kann schauen, was da drin war. Wahrscheinlich noch mehr. Nein? Doch, noch mehr Gegner. Wer hätte es gedacht? Das war... Ach komm, jetzt stirbt endlich! Oh, ich hasse euch so sehr. Ah, ich will eine bessere Knarre. Rüstung? Können wir den Bit nehmen? Den geht noch bis 100. Ja, dann braucht man eine blaue oder irgendwie so war das. Ist da draußen noch irgendwas? Ja, noch mehr Gegner. Toll, da gehen wir doch gleich mal raus. Wo bin ich denn da rein? Marta. Ja, dann draußen sind noch mehr Gegner. Aber ich brauche erst noch so eine... So eine Rüstung? Gib mir so eine Rüstung? Oder? Radiation Shielding Suit. Radioaktiver Schutzschild. Schutzanzug. Würde ich mal sagen. Außer mein Englisch ist noch schlechter als ich denke. Und da ist eine blaue Rüstung. Yeah, 200 Rüstung. Damit kann man arbeiten. Auch wenn es stellenweise etwas merkwürdig ist, die Rüstung. Denn sie taugt manchmal einfach nichts. Und wir müssen... Okay, wo müssen wir jetzt lang? Nehmen wir noch einen Anzug mit. Ich habe doch schon wieder irgendwas schießen hören. Was schießt denn schon wieder auf mich? Oh, noch mehr Gegner. Also das wird das ganze Spiel über so weitergehen, dass ich ganz viele Gegner erschieße und dann noch mehr Gegner kommen, die ich dann auch wieder erschieße. Das ist im Prinzip das gesamte... Oder? Da geht's runter. Okay. Das ganze Spielprinzip. Also recht einfach zu verstehen. Denke ich mal.
Wenn nicht, ihr werdet es verstehen, wenn ich fertig bin. Wenn ich es denn fertig schaffe, irgendwann mal. Und noch mehr Gegner. Yeah. Und Feuerbälle. Oh, ich hasse die mit ihren Feuerbällen. Und, oh. Und die scheiß Dämonen, ja, hinterherlaufen. Und noch mehr Dämonen, die mir den Weg versperren. Und ah, und keine Munition mehr für die Schrotflinte. Oh, scheiße. Ohne Schrotflinte macht es keinen Spaß. Komm, gib mir neue Munition. Und sind so Löcher. Yeah. Man heißt uns herzlich willkommen. Mit einem schönen Stern. In Blut geschrieben. Und noch mehr Gegner. Yeah, dreh dich, Baby. Tanz für mich. Tanz für mich. Und wir nehmen die Munition im Auto mit. War noch was? Und Gegner. Und noch mehr Munition. Munition. Sehr wichtig. Oh, Lava. Und wir haben die Giga. Und ich habe doch da was gehört. Jawohl, Gegner. Wer hätte es gedacht? Es kommt ein Gegner. Wie spannend. Und es verletzt uns? Das hat es aber eben noch nicht gemacht. Ah, da hatte ich noch das Radiation Shield dabei, was ich jetzt nicht mehr habe. Oh, das heißt, ich erleide Schaden, wenn ich da jetzt reingehe, nicht? Dann geh mit Anlauf rein. Hä? Wo muss ich da? Da bin ich hier. Lass mich raus, lass mich raus! Ich will nicht sterben. So eine komisch grünen radioaktiven Pampe. Mach das Schild, mach das Schild. Yeah, Schild. Gut, und jetzt müssen wir da rein. Nein. Da lang? Nein, ich glaube, wir müssen da lang und dann da lang. Da lang müssen wir. Unterschied. Und nein, es leckt, es leckt, es leckt. Nein. Pfui. Aus. Wehe. Oh, was ist denn das? Scheiß Fraps. Scheiß Fraps. Oh, sterbt doch alle. Ja. Jetzt immer noch der Meinung ist, ich bin Noob, weil ich es auf der niedrigeren Schwierigkeitsstufe spielen. Dem möchte ich mal sagen, dass da 20 mal mehr Gegner kommen auf der höchsten Stufe. Und die alle dreimal so schnell schießen, fünfmal so viel Schaden machen. Und ich bin wieder draußen. Yes. Hat sich gelohnt. Und wo kriege ich jetzt einen roten Key? Wo kriege ich den roten Key? War der da vielleicht drin? Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. War so offensichtlich. Und ich sehe es nicht gleich, aber ja. Und ich will den. Verdammt, wie komme ich da rein? Ey. Kann ich da nicht runterspringen oder was? Muss ich da wirklich so rein? Aber jetzt ist es umständlich. Hä? Wie komme ich denn da rein? Soll ich da rein? Ich komme nicht da rein. Ich muss doch vorher irgendwas anderes machen. Einen Schalter betätigen. Vielleicht.